Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder 2. Wir sind hier in einem Sublevel von Level 3, glaube ich, des Blauen Turms. Das war das letzte Mal etwas verwirrend und ist es immer noch. Ich glaube nämlich, das Frost Giant Prison ist das hier gar nicht. Weil das Frost Giant Prison ist Level 14. Und das ist Level 12 und wir sind in einem Sublevel. Das wäre dann also eher zwischen Level 12 und 13. Deswegen vermute ich, ist das nur ein naja, Kartenglitch. Beziehungsweise so sind die Teile des Dungeons intern im Spiel einfach angeordnet. Ich glaube nicht, dass das das eigentliche Frost Giant Level ist. Ich glaube, das ist woanders. Aber wir werden es gleich sehen. Warum machen die keine Geräusche? Okay. Und hier ist nirgendwo jemand, was ich total gut finde. Aha. Oh, Moment. Na, ja, nach oben ist gut. Aha. Okay. Ah, okay. Ja, ist eine Reihe von Subleveln, so wie es aussieht. Und in jedem müssen wir. Ach, na, fuck it. Guckt euch das an. Müssen wir hier durch. Und wenn wir es versauen, fallen wir runter dahin, wo wir eben waren. Und dann müssen wir noch Level höher und dann müssen wir offensichtlich das gleiche normal machen. Und wenn wir darunter. Oh, Gottes Willen. Okay, na das wird ja ein Spaß. Na, das kann ich ja besonders gut, dieses Geschicklichkeitsartige in Rollenspielen. Das ist, okay. Wollen wir das mal ein bisschen beobachten? Sieht so aus, als könnten wir gerade durchgehen. Und zwar jetzt. Jo. Ich hoffe, hier am Rand ist nichts mehr. Aber das wäre ziemlich unfair. Ja, ich glaube, da ist nichts. Vor allem sind hier keine Monster, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Weil mit sowas sich jetzt rumzuärgern, muss wirklich nicht sein. Jetzt muss man das Ganze normal machen. Ist da eins? Nee, gut. Ist da eins? Nee, gut. Okay. Bitte nicht runterfallen. Weil dann fallen wir gleich durch zwei Level. Und das kann nicht gut sein. Okay. Gerade durch geht nicht. Weil wenn wir hier drauf stehen, dahin. Wir gehen jetzt hier hin. Nee, da geht das auf und gleichzeitig geht das zu. Also gerade durch können wir nicht. Wir gehen dahin, dann können wir nicht dahin. Und wir gehen dahin. Warten. Also Moment, nach rechts können wir auch nicht. Da ist da ein Loch und das bleibt. Das heißt, wir müssen nach links. So, dann können wir einen Schritt machen, dann können wir einen Schritt machen, dann können wir einen Schritt machen, dann können wir einen Schritt machen. Okay. Okay. Jo, na gut, das ging. Also, hatte ich mir schwerer vorgestellt. Vor allem ist es auch ohne ohne geschickte Hände zu lösen, mit ein bisschen vorher überlegen. Was gut ist. Ich habe das Gefühl, diese Dinger in diesem, diese komischen Lichtsäulen, die wir da in einem Level getroffen haben, da war es eher, ich weiß nicht, ob das da geschickt war. Also da habe ich den Eindruck, da komme ich zumindest nicht ohne Schaden durch. Aber hier bin ich durchgekommen. Das ist alles sehr gut. So. Jetzt sind wir wieder runtergegangen. Warum das? Jetzt sind wir wieder in Level 3. Okay, Spiel.
Also ich möchte echt nicht in diesem Tempel arbeiten müssen, als Kleriker oder so. Also das ist ja furchtbar. Stell dir vor, das musste jedes Mal, wenn du dir einen Kaffee holen willst, musste so eine Gänge, durch so eine Gänge durch. Das ist ja grausam. Okay. Ah. Ein Teleporter und eine Nische mit einem Ring. Ring of Featherfall. Den könntest du gebrauchen. Was hast du hier? Sustenance brauchst du eigentlich nicht. Featherfall klingt gut. Du hast auch Featherfall. Eigentlich ist der aber eher für dich gut. Du hast eigentlich genug Hitpoints. Also Featherfall-Ringe nehmen wir halt keinen Schaden oder weniger Schaden, wenn wir runterfallen. Und das vom Prinzip würde ich das ganz gerne denen geben, die am wenigsten Hitpoints haben. Und wir haben noch einen Crystal Key. Okay. Wie viele von diesen Schilden haben wir eigentlich? Die mal jemand der Platz hat. Vier. Fünf, sechs. Aha, okay. Haben wir eigentlich für jeden Charakter so ein Ding? Das könnten wir eigentlich ja schon anlegen. Was mich mal interessieren würde. Meine, da wird das Spiel sicherlich noch einen Hinweis darauf geben, dass wir das machen müssen. Ihr könnt das benutzen. Ja, du nicht. Okay. Ja, das ist aber wieder Magierdiskriminierung hier, ne? Also wir sollen alle geschützt werden vor Blickangriffen mit einem Spiegelschild, aber ja, Magier halt nicht. Und das ist übrigens der Einzige, der dann, wenn wir zum Beispiel von einem Basilisken oder von einer Medusa versteinert werden, ist das der Einzige, der jetzt wieder zurück entsteinern kann. Das ist das, Rollenspielregeln. Ja, es ist ja grausam. Diskriminierend. So, wer hat denn die Dinger? Du. Okay. Ist hier sonst noch. Wo sind wir überhaupt? Da unten. Okay. Gut, würde ich sagen. Hier kann eigentlich kann nirgendwo was sein. Dann ab in den Teleporter. Tyrannimo! Du? Huh. Das kommt mir bekannt vor. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, okay, das war also nichts anderes als ein sehr komplizierter Rückweg, um die Geschichte zu umgehen oder weiterzukommen, nachdem Dran hinter uns die Tür zugemacht hat. Weil wir ja vom Prinzip hier hin müssen. Jo, na gut. Dann machen wir das doch. Hier haben wir uns beim letzten Mal schon testweise geprügelt. Hier haben wir einen Teleporter. Und sonst nichts. Okay, da würde ich sagen, rasten. Und speichern. Gucken wir mal, gelle. So. Was haben wir jetzt? Hallo, das ist noch ein Teleporter. Das ist hochinteressant, aber nicht so wichtig. Also mit anderen Worten ist es nicht hochinteressant. I wonder if these ghost servants of Dwan we are fighting. Souls of people he has tortured and killed. Ja, so kannst du dich fragen. Wir killen sie jetzt quasi nochmal. Hallo. Na komm her, ich hab dich gesehen. Da bist du. Ja. Seid ihr eigentlich Untote? Jetzt sind hier natürlich keine mehr. Na gut.
Okay. Nur das war relativ einfach. Nochmal. Nichts Besonderes. Großer, hä? Ist das da? Ach, du schon wieder! Der Grabscher! Hi! I got the entrance to the Medusa's Labyrinth. I'm here to warn you of the danger which lies beyond. The walls of the Labyrinth are magical. Natürlich. Shifting and changing. They seal and reveal snake-like passageways before your eyes. Ah, Gott, ever changing. Das ist nicht schön. Das heißt, da werden ständig, wenn. Ja, das sind so Dungeon-Features, die ich so weniger gerne habe. Wenn das Layout nicht konstant bleibt. Das habe ich zu Hause auch nicht gern. Also, wenn ständig die Wände verschwinden und woanders auftauchen, das ist wirklich lästig. Also. Sitzt man bequem auf dem Sofa und plötzlich, ne, und guckt, hatte, weiß ich, zum Beispiel, wenn man einen Fernseher an der Wand montiert hat oder so, das ist immer blöd, fällt dann ja runter und so, und das, aber ich glaube, das ist jetzt egal. Beware the tortured souls who roam the halls, for it has been a long time since they have had visitors. Ja, warum sollen wir dann vor ihnen uns in Acht nehmen? Vielleicht sind sie dann ganz froh, dass sie mal wieder jemanden haben, mit dem sie klönen können. Ne? Okay, allein. You are not ready. Was soll denn das heißen? Ich bin sowas von. You must possess the six enchanted shields. Ich hab die six enchanted shields, du Vollpfosten. Only then do you stand a chance. Was haben jetzt die enchanted shields? Also ich nehme mal an, du meinst die polished shields. Das hast du ein bisschen durcheinander gebracht. Was haben die jetzt mit mit diesen Geistern zu tun? Wenn die ihre Reflexion sehen, werden die dann irgendwie, was? Oder wie? Also für mich ist das ein Anti-Medusa-Device. Nevertheless, I will grant you passage to the Great Hall. Are you sure you wish to enter? Nee. Kann man das nochmal machen? Ja, okay. Ja. Okay. Vielleicht, wenn wir die alle anlegen. Was natürlich nicht geht, weil einer von uns die ja nicht anlegen kann. Wieso höre ich hier? Das sind die Wände, die sich ständig verändern, die wir hier hören. Ja, das ist ja auch fantastisch. Plop, plop, plop. So. Sind wir jetzt ready? You have the special items needed to combat these perils, but do you have the courage and skill? Ja, habe ich. Then enter, brave ones. One more thing before you enter. The decorative shields will provide you with extra protection against the Medusa's gaze. Erst waren sie ent also, eigentlich sind es polished shields. Dann waren sie enchanted und jetzt sind sie nur noch decorative? Okay. Also du solltest keine Gebrauchtwagen verkaufen, das wird nichts. Each of you must carry one. Ja, kannst du nicht benutzen. You may now enter the Great Hall. The doorway lies to the east. Dankeschön. Und das dir wegnehmen? Auch nicht. Und das so? Auch nicht. Ist keine Möglichkeit, dass du es benutzen kannst. Na gut, okay. Na dann mal los. Medüse. Da ist was. Was ist das? Interesting Carving. Jo. Aha. Ja, plopp, plopp. Ach, das ist ja ein nerviges Geräusch. Okay. Ach, da müssen wir die Schilder dranhängen. Okay. Na gut.
Kriegen wir sie dann wieder? Ja. Ah, das ist Spiegel. Ja, gut. Und wir sind offensichtlich alle Gespenster, weil wir keine Reflexion haben. Oder sie sind doch nicht so polished, wie das Spiel uns glauben machen will. Okay, Tür geht auf. Bleibt die Tür auf? Ich vermute mal, weil sonst würde das ja irgendwie wenig Sinn ergeben. Ja. Okay. Oh, wie geht's? Okay. Okay, Medusen machen sowas nicht, oder? Ist aber so lange Fingernägel haben die nicht. Oh, hallo. Hallo? Guten Tag, junge Dame. Ja, wie geht's dir? Ja. In Abendgarderobe. Poisoned macht ihr auch und teleportiert ihr euch oder wieso kommt ihr von hinten? Das finde ich jetzt ein bisschen doof von euch. Poisoned? Bist du poisoned und stoned? Nee, bist nur poisoned. Okay, na das ist ja schon mal gut. Also hier ist es, das ist ja, oh Gott, das wird ja lästig hier. Also wenn die auch mal hinter uns erscheinen können, das ist ja nicht. Okay, na gut. Und wir brauchen definitiv True Seeing. Aber wir haben hier nicht Zeit, groß alle Wände uns anzugucken. Ja. Ach, schon wieder welche hinter uns. Das ist aber lästig. Ja, sag mal. Ja, jetzt ist aber mal gut hier, Freundchen. Ah. Okay. Who scanned the level? Gut. Wow. Du bist jetzt Level 11. Okay, was hat dir das gebracht? Mein Beweis. Weiteren Identify. Weiteren Haste. Invisibility könnte auch ganz nett sein. Hold Monster vielleicht. Können wir immer noch nicht. Okay. Jo, naja. Willkommen im Medusa-Labyrinth. Das wird. Okay, na gut. Der ist nicht mal was. Also. Nope, hier ist nix. Norden und Westen vom Prinzip. Ist jetzt gerade wieder eine Wand woanders hingegangen? Es ist ja lästig. Kann man sich ja auf nichts verlassen. Hallo. Ah. Oh.
Na? Ne, stört euch nicht, okay. Eins von diesen Labyrinthen, durch die man sich groß durchschlängeln muss, ohne irgendwas Relevantes zu finden, ne? Das wird ein Spaß. Na gut. Mann, Mann, Mann. Leute, wenn ihr, liebe Entwickler, wenn ihr Mazes oder Maze-like Structures in euer Rollenspiel einbaut, dann macht es bitte so, dass es viele Sachen zu finden gibt, dass man A motiviert ist, das ganze Labyrinth auch abzugehen und B es nicht so nervig ist. Okay, hier ist eine Tür. Gut. Und da sind Medusen. Hallo, junge Frau. Ja, bis, bis. Hallo, wo ist denn deine Freundin hin? Hier. Okay, wo ist. Ihr habt aber auch keinen allzu schönen Lebensraum hier. Also, wenn ich das mal sagen darf. Also, wohnungstechnisch. Also, so richtig schön eingerichtet ist das hier nicht. Na, komm mal. Hier ist noch eine Tür. Ah! Okay. Okay. Haben wir alles, haben wir alles, haben wir alles. Das hier haben wir noch nicht. Da können wir aber hin. Gut. Da ist eine Treppe. Ach so, das ist der Teleport. Ach so, das ist dieser separate Bereich. Okay, gut. Gut. Safe early, safe offen. Vom Prinzip muss ich nach Süden. Wahrscheinlich respawnen die werten Damen hier auch. Okay. Okay. Sollte die Türen eigentlich besser auflassen, damit ich weiß, dass ich da schon war, aber ich mache sie lieber zu, um zu vermeiden, dass uns jemand von hinten belästigt. Aber ich fürchte, die werden da einfach hin teleportieren. I swear these walls have a mind of their own, shifting and moving. Ja, das haben sie, hat uns der Kollege Grabscher schon gesagt. Wo shiften die denn? Sehen wir das? Ist die Tür, die ich zugemacht habe. Ist das richtig, Orientierungssinn? Ja, funktioniert. Ah! Ne, komm mal. Okay, das ist nicht hilfreich. Jetzt sollte ich einfach mal Haste anmachen. Weil die sind ja doch offensichtlich ein kleines Problem. Wunderbar. Dann haben wir schon den blöden Stein. Du hast du den. Ach, das Stone Flash haben wir noch nicht, ne? Haben wir eine Schriftrolle dafür eigentlich?
Okay, das sieht mir so aus, als müssten wir den Spielstand laden. Ah. Weil jetzt zurück zum Eingang will ich eigentlich nicht laufen. Da können wir das ja machen. Also, Vorbereitung sollte sein Haste und vielleicht auch noch Prayer, damit das nicht so oft passiert. Hast du kein Prayer? Du hast Prayer. Ah, nee, Moment. Ich glaube, wir haben noch eine andere Möglichkeit mit versteinerten Charakteren umzugehen. Es könnte sein, dass die Dinger dagegen helfen, dass das nicht gegen Paralysis hilft, sondern gegen Versteinerung. Das probieren wir beim nächsten Mal aus, wenn wir nochmal versteinert werden, was hier wahrscheinlich passieren wird. War ich überall? Na, kommt her. Achso. Ach, das ist das, wo wir schon waren. Das hat das. Das ja, weil. Weil es noch im Speicher steht. Gehen wir das einfach nochmal ab. Okay. Was hinter uns? Das muss jetzt nicht sein. Ach du. Du blöder Depp, du. Geh mal weg. Okay. So, dann gehen wir noch da lang. Ne, da waren wir gerade, oder? Aha. Okay. Hier müssen wir noch lang. Okay, größerer Raum. Mit größer meine ich 2x2 Felder. Hallo. Ups. So. Aha. Moment. Spinner. Und Teleporter. Kindchen, Mensch. Ich habe mich hier gerade mit eurem Dungeon rumzuärgern. Spinner, okay. Noch ein Spinner. Okay. Ja, so. Ich will aber eigentlich hier unten noch mal ein bisschen weiter gucken. Jetzt ist nur ein Spinner. Ist das auch ein Teleporter, der immer an und ausgeht und uns manchmal ein bisschen zurückschickt, teleportiert und manchmal nicht? Obwohl, nee, das ist lang genug. Strange. Okay, so, hier würde ich sagen, speichern wir mal wieder. Und planen mal unser weiteres Vorgehen. Also, da wollen wir noch hin. Das ist hier rum. Okay. Hier. Na toll, das hat's ja gebracht. Westen, ja, hier durch. Du schon wieder. Ihr müsst respawnen, das geht nicht anders. Allerdings hoffe ich, ups, in einem erträglichen Maße. Nicht so schlimm wie diese komischen Teddyfanten im letzten Level. Okay, also hier durch. Haben wir Two Seeing an, ich glaube.
Also, hier ist der Spinner. Kein Secret. Jetzt nur einmal Spinner. Very strange. Hier geht's überall weiter. Hier auch. Hier nicht. Okay. Oh Gott, das wird noch eine ganze Weile dauern. Hier haben wir, das haben wir noch alles und. Aber hier haben wir einen guten Ort, um uns mal auszuruhen, zu rasten und dann unsere Zauber neu zu zaubern. Und die Monster respawnen zu lassen. Aber naja, es ist halt Erfahrungspunkte. Und ich würde sagen, das reicht auch hin für heute. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter mit mehr Medusa-Labyrinth. Okay, also bis dahin. Tschüss.